Hallo und willkommen auf MX5 Roadtrips. Heute mal ein ganz kurzes Video über das neue Super-Update der Insta360 für die One R. Es ist eigentlich ein dreifaches Update, weil einerseits die Firmware für die Kamera erneuert wurde, dann die Steuerungssoftware in Android und letztlich Studio 2020 ebenfalls ein Update bekommen hat. Der Grund ist, dass alle miteinander verknüpft sind bei der Änderung. Denn bei den 4K-Modulen, dem 1 Zoll-Modul und dem 4K-Modul, ist es jetzt möglich, MP4-Videos auszugeben und nicht nur die in dem Insta360-Codec. Allerdings sind sie nicht stabilisiert. Die Stabilisierung erfolgt nach wie vor in der Post-Production. Also geht es darum, wie funktioniert das jetzt neu nach dem Update? Nun, die Insta 2020 ist konzipiert, sowohl solo zu arbeiten, als auch als Plugin in Final Cut Pro 10. Das letzte ist natürlich eine Sensation für diejenigen, die Final Cut benutzen. Ich war jedenfalls hellauf begeistert, als ich das gesehen habe und dachte, Donnerwetter, das ist ja eine richtig gute Sache. Soweit, so gut. Der erste Start dann, kurzes Video gedreht und man muss ein Video haben, damit man es ausprobieren kann. Dabei stellt sich übrigens die Software in der Kamera automatisch dann um auf die neue Codierung MP4. Jedenfalls ein kurzes Video gedreht, hochgeladen und dann auch übertragen mit Studio 2020 als Plugin in Final Cut. Das war toll, es ging und es gab alle Schaltflächen, die es in Zukunft offenbar erst mit Funktionen geben wird, weil es sind auch alle 360-Grad-Schaltflächen da, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die unterschiedlichen Ansichten, alles super. Soweit, so gut. Also gemacht, macht man schnell ein Video darüber, ein Testvideo über die neue Super-Software. Das hat dann doch eine gewisse Ernüchterung bereitet. Denn schon beim zweiten Start meldete Final Cut, dass das Plugin nicht reagiert. Gut, ich werde das gleich zeigen in einem Mitschnitt. Auch ein dritter Start führte zu keinem Ergebnis. Also die Software reagiert in Final Cut nicht. Im Gegenteil, Final Cut selber stürzt ab, wenn man die Software aufruft. Das funktioniert auch nicht mit einer leeren Mediathek oder so, weil ich dachte, okay, vielleicht liegt es daran. Wie auch immer, jeder Versuch führte nicht weiter. Einstweilen funktioniert dieses Plugin leider nicht. So, das Zweite, ich dachte, wenn die Steuerungssoftware erneuert ist, dann wird wahrscheinlich jetzt auch die Verbindung zu den Kameras besser funktionieren. Gesagt, getan. Zwei-, dreimal mit der Kamera verbunden, wunderbar, alles klappt ganz schnell. Das heißt, die Kameras verbinden sich ja sowieso mit den Smartphones binnen von Sekunden. Sondern die Frage ist, ob die Software dann, die Steuerungssoftware, die Kamera findet. Und bei zwei, drei Versuchen war das auch richtig gut. Die wurde innerhalb von ein paar Sekunden gefunden. Der dritte oder vierte Versuch war dann schon wieder belehrend. Bei über anderthalb Minuten versuchte die Software ein Problem zu klären, was es gar nicht gibt. Nämlich, dass das Smartphone sich das beste Netz sucht, Smart Switch bei Wireless LAN, ist ausgeschaltet bei mir auf den Smartphones. Es wird trotzdem als Störung gemeldet, es sei eingeschaltet und man solle es ausschalten. Also keinerlei Verbesserung. Die Zuverlässigkeit ist überhaupt nicht besser geworden. Manchmal geht es schneller, manchmal eben auch nicht. Dritte Sache, der Export von Studio 2020 klappt nach wie vor. Das ist auch okay. Es klappt jetzt sogar mit einem Zusatz, nämlich bei Beschleunigung der Wiedergabe gibt es diesen, wie heißt das, also dass die Dinge etwas verzerrt sind. Motion, wenn oder, nee, Moment, nein, komm gleich drauf. Bewegungsunschärfe, richtig, das war's. Also es gibt jetzt Bewegungsunschärfe, es funktioniert.
Also es gibt einige Verbesserungen, die da sind, aber es ist wie immer bei Insta 360, alles ist eine offene Baustelle. Die Produkte werden halbfertig auf den Markt geworfen und irgendwann in Zukunft werden sie vielleicht funktionieren oder auch nicht. Manchmal hat man den Eindruck nicht, dass Produktpflege existiert oder auch nicht. Wie auch immer, sehen wir uns kurz das Video an, wie der Test ausgegangen ist. Hier also die drei MP4-Videos hintereinander. Das erste ist das Originale, wie es etwa das 1-Zoll-Modul ausgibt und das noch nicht bewegungsstabilisiert ist. Das zweite zeigt die Bearbeitung mit Studio 2020 und das dritte zeigt unterschiedliche Geschwindigkeiten. Die Qualität ist wie immer hervorragend. Also so richtig einsichtig ist bis jetzt aber nicht, was denn der große Vorteil ist, wenn MP4 ausgegeben werden kann. Jedenfalls war aber der Umwandlungsprozess nach meinem Eindruck etwas schneller als bisher. Auch das wäre ja ein Fortschritt. Nun zu einem anderen Thema. Heute wird hoffentlich das Video fertig, Dass ich schon längere Zeit geplant habe, nämlich den Einsatz von 360-Grad-Kameras auf DJI-Drohnen. Mal sehen, wenn es klappt, und ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Bis dann. Tschüss.